Hey Leute, bevor dieses Video losgeht, wollte ich noch sagen, dass dies nicht nur eine weitere Creepypasta ist. Nein, warte. Was ich sagen wollte, falls ich in diesem Video aussehe wie ein cringiger Fünfjähriger, dann tut's mir leid. Aber ihr wolltet das so. Aber ich habe Küsse an die Community. Ach ja, und ab der nächsten Folge wohne ich bei dir, woanders wundert euch nicht, Lötz. Hallo Pokefreunde und gruseln Händen. Heute spielen wir mal ein sehr, sehr, sehr ungruseliges, gruseliges Spiel. Wir spielen heute FNAF Five Nights at Freddy's. Wir spielen das. Ja, ich bin ja ganz im Dunkeln. Es ist jetzt gerade 22 Uhr. 9. Und ich habe Facecam wieder dabei, weil ich dachte mir so, hey, ich spiele FNAF, weil ich das unbedingt mal displayen wollte irgendwann mal. Und dann mit Facecam natürlich. Mein Horror-Game ohne Facecam ist ein wenig blöd. Also zumindest die meisten ist halt wenig blöd. Ohne halt Facecam. Und ja, dann spielen wir Five Nights at Freddy's. Ich bin ein Fan von der Serie. Egal, ob es cringy ist oder nicht. Die Fanbase ist richtig cringy, okay? Das gebe ich zu. Aber nicht komplett alles, ja? Es gibt auch coole Sachen in der Fanbase. Wie auch immer. Ich kann mich nicht ganz hier in der Facecam sehen. Wenn ich hier noch da gucke, dann sehe ich hier OBS. Hier sehe ich OBS da. Und hier sehe ich meinen Bildschirm. Und hier ist mein wunderschönes Mikrofon. Hallo Leute. Das hört man ja jetzt nicht in der Facecam. Tut mir leid. Dieses Spiel ist 2014 von einem Typen namens Scott Cawthon. Scott Cawthon erstellt worden. Und das ist ein Horrorspiel, in dem es darum geht, dass wir in einem Chuck E. Cheese Restaurant abklatsch arbeiten als Nachtwächter. Und es passieren da sehr komische Dinge, da werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Aber jetzt ohne lange Eisenbrei nochmal weiter rumzulabern, würde ich sagen, fangen wir an! Freddy Fazbear's Pizza. Family Pizzeria looking for security guard to work night shift 12 a.m. to 6 a.m. Ja. Wir arbeiten dort. Freddy Fazbear's Pizzeria. Super, oder? Und da fangen wir an mit unserem ersten Arbeitstag. Oh, Junge. Du weißt noch nicht, wie ich es mit der Facecam machen werde. Okay. Das ist unser Office. Wir sind nämlich der Nachtwächter, wie gesagt. Und hier arbeiten wir. Wir können hier Lichter checken und die Türen auf und zu machen. Das ist auf der anderen Seite. Ja. Das Spiel läuft nicht so gut, weil das halt ein etwas älteres Spiel ist. So. Nehmen wir mal an. Hi! Das ist unsere Kamera. Ich will mal eine Seite sein, weil ich will hören, was er sagt. Okay. Ja, lassen die drei. Aha. Lassen die drei Hauptcharaktere. Ah, es ist ja alles super. Hier gibt es halt ein Secret, wenn man hier einfach drauf drückt. Auf der Nase. Ja, komm, mach einfach, lies vor. Willkommen. Das schwank ich beim Spiel. Das Spiel. Soll ich jetzt eben ausreden? Also will ich dich nicht nerven. Klar doch. Schon eine morgens. Du redest aber richtig lang. After hours, probably
Not okay, that's a story. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wire, and animatronic devices, especially around the facial area. Da würde ich nicht gerade rein. Imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop up in front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Okay. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Nur wenn's nötig ist, okay. 2 Uhr morgens schon. Alright, good night. Bye. So, ich erkläre kurz das Spiel. Das ist unsere Kamera. Hier haben wir überall Kameras aufgestellt. Hier ist direkt hinter der Tür. Hier ist das direkt hinter der Tür. Hier ist die Halle. Hier ist die andere Halle. Habt ihr das auch gehört? Oh no. Hier ist das die Kabine. Hier ist die Küche, aber da können wir nicht reingucken. Toiletten, aha. Hier ist nichts. Sorry. Oh, ja, funktioniert nicht mehr. Oh shit, boys. Natürlich tue ich nur so, oder? Ich kenne das natürlich, das Spiel, aber. Habe ich schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ihr seht, hier ist jemand weg. Es ist dieser Typ hier. Er hat sich hinbewegt. Soll ich jetzt Angst haben? Aber ja, ist er noch nicht. Das ist, by the way, official ein Let's Play. Ich habe vor, weiß nicht, wann, 1-2 Jahren oder so oder länger her. Warte, wo ist er hin? Ja gut, so kann man das natürlich auch regeln. Was? Was? Ich habe kurz rausgeklickt. Da ist er. Das ist, by the way, Bonnie. So heißt er offiziell. Das ist Chica und das ist Freddy Fazbear. Das ist der Hauptcharakter. Ja, aber wie gesagt, das ist offiziell ein Remastered, Reloaded, was auch immer. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2016, 17, habe ich mal mit einer Kamera aufgenommen, FNAF gespielt. War sehr peinlich. Natürlich gibt es das natürlich nie mehr. Ist, glaube ich, klar, warum. Boah, ich habe mich gerade vorher schon, ich dachte schon, das war es jetzt schon, aber nee, zum Glück nicht. So, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie ich diese erste Folge gestalten soll, weil eine erste Folge passiert eigentlich meistens gar nicht in diesem Spiel. Also, in diesem Spiel passiert die erste Folge gar nichts, finde ich. Ist das... Das ist Chica. Chica ist, by the way, das einzige weibliche Wesen hier. Bonnie ist wieder in dem Raum und Chica ist... Ja. Da wissen auch die Charakterenamen. Aber mehr will ich noch nicht sozusagen. Wir werden noch mehr dazu erfahren. Aber das will ich erstmal den Telefontypen erzählen lassen. Was wir noch so haben. Warte, wo ist die hin? Ah, nein. Da, man sieht sie. Let's eat! Aber bitte nicht mich. Oh, sie hat schon hier den Mund auf. Was willst du denn da essen? Ich will nichts essen. Nein, nein, nein. Ich bin, by the way, eine sehr schreckhafte Person. Deshalb kann es auch sein, dass ich mich bei so einem Spiel erschrecke. Okay, hier ist niemand da drin. Also, hier ist jemand drin, meine ich. Bonnie ist hier hinten. Irgendwo hier hinten, in der Halle. Gott, oh nein. Es ist 4 Uhr morgens. Wir müssen bis 6 Uhr morgens überleben. Jeden Tag. Wir haben noch genug Energie. In dem Spiel ist nämlich das Hauptproblem die Batterie. Die geht nämlich sehr schnell aus. Ja. Und die bewegen sich eigentlich nur immer, wenn wir nicht drauf gucken. Hilfe. Wo seid ihr? Neben mir niemand. Hä? Bonnie hat sich hier einen Kleiderschrank oder was anderes ist. Nee, Kleiderschrank, was habe ich? Das ist hier die Kammer. Abstellkammer, genau. Also, dass sie sich versteckt. Okay. Bisher noch nicht allzu viel los. Ist ja die erste Nacht. Die erste Nacht und die zweite Nacht sind nämlich nicht wirklich anstrengend. Nicht wirklich irgendwas Herausforderndes. Deshalb wird die erste, diese Folge, wo wir die ersten beiden Nächte machen, nicht schwer, nicht schlimm. Vielleicht kriegen wir einen Jumpscare fürs Intro. Mal gucken. Oh Gott. Oh Gott, die Kameras sind ausgefallen. Warum? Warum? Was ist los?
Ich weiß nie, wie man so ein FNAF-Let's Play anfangen soll, ehrlich nicht. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen gut hinbekommen, einigermaßen gut erklärt. Da machen wir bei den anderen Charakter. Wie der heißt oder was er macht, das sage ich euch noch nicht. Das wird nämlich dann der Telefontyp erklären. So, Freddy wird sich die erste Zeit nicht bewegen. Freddy ist, by the way, oder Freddy, der ist der härteste Charakter von allen, finde ich. Ja. So, aber um 5 Uhr morgens, komm schon, das schauen wir. Ich mach jetzt alles zu, kein Bock mehr. Ich hab Angst, Mama. So viel Power. Na, wo hier. Hinten passiert nichts. Da kann ich ja auch machen. Aber nicht, dass der Typ da mehr reinkommt. Das will ich nicht. Finde ich nicht so toll. Na komm, mach mal einfach auf. Ja, es macht sich chillig. Easy. Ich kann einfach rausgehen aus dem Screen hier, deshalb bin ich blöd. By the way, nehme ich das ganz komisch auf. Und zwar könnte ich es auch anders einstellen mit OBS. Bestimmt irgendwie, aber ich habe keinen Bock drauf. Also ich weiß in etwa wie, aber ich habe keinen Bock drauf. Deshalb nehme ich das jetzt so auf, dass so ein Drittel des OBS-Screens. Das ist direkt daneben an. Oh! Okay, ja, gut. Wir haben es geschafft. Der war direkt vor der Tür. Wollte gerade so anklopfen, aber ja, bin hier nicht reingelassen und das war die erste Nacht. Hey! 12 Uhr morgens, zweite Nacht. Geil! Denkt euch wahrscheinlich, ja, es sind 5 Nächte, ist doch mega easy, ist doch ganz kurz das Spiel. Nicht unbedingt. Es wird schwerer. Nach der zweiten Nacht wird es um einiges schwerer. Nach der dritten Nacht. Da hört schon auf. So, jetzt kriegen wir wieder einen weiteren Anruf. Ich werde jetzt noch diese Nacht, also letzte Nacht habe ich ja mich hier mit den Kameras umgeguckt und ja, ich glaube, ab der vierten Nacht werde ich dann nicht mehr unbedingt die Kameras angucken. Weil sich dann nicht mal. Chica ist direkt da. Nee, yay! Ich hab's Tag schon geschafft. Aha. Ja, ja. Nein, no, natürlich nicht. Nein, gar nicht. Pirate Cove hier. Ich hoffe auch und ja, bis bald. Ja, das ist der neue Charakter, das ist Foxy. Da soll ich immer wieder drauf checken, weil wenn nicht, dann haut er einfach so ab. Und dann macht er einen auf Gotta Go Fast Sonic Lichtgeschwindigkeit. Und dann bin ich kaputt, ja. Immer wieder drauf gucken. Das kann böse enden. Da ist Chica, steht da in der Hall. Back in the Hall. Und Bonnie da macht er so Party oder so. Ja. Das waren auch eigentlich alle Charaktere. Es gibt aber wieder so ein Easter Egg, außer das hier. Und zwar, wenn man die Spiele, die 1 bis 3, es gibt viele, viele Spiele von FNAF. Wenn man von 1 bis 3, die ersten 3 Teile, in Halloween, am Halloween-Tag spielt, oder halt zumindest in einem Kalender auf dem PC steht, das ist Halloween, dann steht ja einfach ein Kürbis rum. Vielleicht kann ich ja mal ein Bild einblenden oder so. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Damit ich auch mal alles erwähnt habe in der ersten Folge. Da habe ich die erste Folge mit Informationen, mit was weiß ich, alles einpacken kann. Und dann wird es in der zweiten Folge richtig losgehen mit Jumpscares. Also, wenn wir diese Folge keine Jumpscare bekommen, dann auf jeden Fall die nächste. Und ich weiß, es ist cringy und vielleicht denken sich Leute, Alter, was machst du hier? Es ist 2019, warum machst du so einen Kack? Hilfe. Lass mich machen, was ich will, okay? Ich will das Spiel jetzt playen. Lass mich das jetzt playen. Ich will meinen Spaß haben, ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
Jetzt hab ich Angst. Hier ist aber niemand. Ah, sie ist wieder zurück in der Küche. Ah. So, der macht ganz so dumm, 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 dumm. Das ist by the way hier. Foxy, der das macht. Hi, Freddy. Okay. Jetzt kann man so langsam das Schlucks und das Angst haben tun. Ah, jetzt kommt er sich wieder um. Okay. Es gibt auch da noch irgendwie ein Easter Egg mit dem Poster, aber ich glaube, das zeige ich euch in den letzten Folgen zu Space. Denn das Display wird nicht lange dauern, wenn es. Gut, der Name sagt, das ist nur 5 Nächte. Also sag ich jetzt einfach nichts, aber danach gibt es auch extra Content, kann ich mal so sagen. Es gibt noch mehr als so die 5 Nächte. Ja, es war schon ein krasser Spoiler gerade, aber. Hätte man sich ja denken können, irgendwie, glaube ich. Das ist sonst viel zu kurz. Aber ja, ich denke mal, ich schätze mal, wir kriegen so ungefähr 7 Folgen hier mit diesem Let's Play. Ungefähr, schätze ich mal. Ne? Was denn? Aber es passiert mir gerade nichts. 3 Uhr morgens schon. Hier ist überall niemand. Oh, hi Foxy. Na, wie geht's dir? Bitte geh da nicht raus, okay? Weil sonst jagt er mich. Dann muss ich hier alles zumachen. Ah, wir gehen morgen zu. FNAF 1, by the way, der einzige Teil von FNAF, den ich am meisten gespielt habe. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar Ultimate Custom Night am meisten gespielt mittlerweile. Wie auch immer, jetzt will ich auf jeden Fall das hier am meisten gespielt haben. Ja. Der ist direkt hinter der Tür! Okay, Oh nein! Oh! Nein, hau ab! Du blöder Hase! Hau ab! Niemand mag dich! It's me. Wow, da kommt Foxy angerannt. Das meine ich. Das macht Foxy. Jetzt klopft er da an, jetzt ist er weg. Dann teleportiert er aber direkt wieder zurück. Alles weg. Jeder weg. Deshalb immer wieder hier drauf gucken. Immer wieder drauf gucken. Das ist ganz wichtig, das weiß ich. Aber das ist schon ab Nacht 2. Was macht, das wusste ich nicht. Das ist gruselig, Bro. Aber ab jeden Fall spätestens ab der vierten Nacht will ich nicht mal in die Kameras so oft gucken, also nicht mehr so viel rumgucken hier so. So, schick es direkt hinter der Tür. Ja, da ist sie, direkt hinter der Tür. Bonnie's weiß ich gerade nicht, aber Foxy ist gerade wieder am Schlafen, finde ich gut. Bite of Ace. Pizza! Na? By the way, wenn man es nicht schafft, rechtzeitig die Tür runter zu machen, dann geht der Knopf nicht mehr. Sagen wir es so, der Knopf geht da nicht mehr. So kann man es auch sagen. Na? Bonnie, Bonbon, Bonbean, Binbon. Da bist du. Bitte halt nicht mal deine Visage, okay? Dieses Spiel bitte nur gucken, wenn ihr kein Angsthase seid oder jünger als 10 seid, wenn man. Jünger als 10, das sollte man das Spiel nicht gucken, denke ich mal. Ist nicht so gut. Haben vielleicht Angst. Ich kann das Spiel auch noch nicht mit 10, also darf ich es sagen. Ja, lasst mich. Aber wenn man jünger als 10 ist, sollte man das Spiel nicht gucken. Könnte gruselig werden. Könnte, ja. Ich sollte meine. Oh nein, seht ihr das? Chica will die Kamera da ausschalten. Das kann sie, glaube ich, da machen, glaube ich, oder? Ich kann mich da irgendwie daran erinnern, dass, wenn die das schafft, dann beißt sie einfach das Kabel ab. Schon wieder, was ist das? Hey, it's me, Mario, it's a me. Nein, Junge. Mario, was machst du hier? Hau ab. 20%, 5 Uhr morgens, eine Stunde brauchen wir noch. Also überleben. Das schauen wir, ist schon 20 Minuten die Folge. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz 20 Minuten. Ich werde wahrscheinlich ein wenig am Anfang rauscutten, weil ich habe dann ein wenig Blödsinn erzählt. Merke ich gerade. Jetzt habe ich wirklich Angst. Ich habe keinen Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Ich will ja nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe, okay? Komm, lass es mit der ersten Folge. Dann habt ihr zumindest einen kleinen Vorgeschmack für die das Spiel nicht kennen. Für die das Spiel kennen, warum guckt ihr das? Wartet auf die zweite Folge. Nein, das ist natürlich cool. Aber ja, das war für die erste Folge von Five Nights at Freddy's.
war's doch jetzt, oder? Oh, Foxy ist wieder aufgewacht, leider. Wo ist Bonnie? Bonnie. Wo ist Bonnie? Ach, da. Ah, okay. Okay, jetzt mache ich doch mal hier zu. Auf, meine ich. Weil ich habe hier so noch 1% und ich mache nichts mehr. Nein, halt so. Auf. Nehmen wir mal. Nächstes Mal an. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Oh nein, 0%. Hä? Yay! Dann sehen wir nicht, was passiert, wenn der Strom ausgeht. Das ist nämlich was Besonderes. Aber egal, wir haben es geschafft. Yay! Und wie es weitergeht bei Five Nights at Freddy's, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich positiv freuen. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ich hoffe, wir können irgendwas mit der Folge anfangen. Ich werde es auf jeden Fall gleich die nächste Folge aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Five Nights at Freddy's. Yeah!